Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vor gut einer Woche begann das neue Schuljahr für mehr als 13.000 Auszubildende im ersten Lehrjahr, die an 60 beruflichen Schulen entweder ihre vollzeitschulische Ausbildung oder ihre duale Berufsausbildung begonnen haben. Insgesamt werden 32.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern an den Berufsschulen ausgebildet. 32.000 Azubis, das ist weniger als die Hälfte im Vergleich zum Schuljahr 1999/2000, in dem über 70.000 Jugendliche ausgebildet wurden. Dieser dramatische Rückgang der Schülerzahlen hatte zur Folge, dass in unserem Bundesland wie überall Berufsschulstandorte geschlossen wurden und sich somit auch viele Ausbildungsgänge nur noch an einigen wenigen Standorten konzentrierten. Das bedeutet weite Wege im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus mussten für bestimmte Ausbildungen Landesfachklassen und überregionale Fachklassen gebildet werden, um überhaupt noch eine weitgehende Ausbildungsvielfalt zu gewährleisten. Und darüber hinaus gibt es sogar Ausbildungsberufe, die nur in länderübergreifenden Fachklassen, also an insgesamt 3 oder 4 Berufsschulen in der Bundesrepublik angeboten werden oder sogar nur an einem einzigen Standort in Deutschland ausgebildet werden. Das sind dann die sogenannten Bundesfachklassen. Mit jeder Strukturänderung wurden also auch die Wege für die Auszubildenden länger und länger. Die daraus resultierenden Standortdiskussionen und die fast jährlichen Änderungen in den Organisationsverordnungen führten dann zu zahlreichen Debatten um die Fahrtkostenrichtlinie, und das wiederum führte zu zahlreichen Landtagsanträgen um eben diese Fahrtkostenrichtlinie. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, so einen Antrag wie den von der AfD-Fraktion gab es meiner Meinung nach noch nie. Noch nie sollten in den letzten Jahren die Zuschüsse für die Fahrtkosten erhöht werden. Und noch nie sollten in den letzten Jahren die Zuschüsse für die Unterbringung erhöht werden. Und das hat auch Gründe. Denn das haben die anderen antragstellenden Fraktionen nicht einfach so vergessen, sondern die Abgeordneten von CDU, von SPD, der Linken und auch der Grünen erkannten den Sinn und den Zweck dieser Fahrtkostenrichtlinie. Bei jedem Antrag über alle Fraktionen hinweg ging es nämlich immer darum, die Grenze der Azubi-Vergütung anzuheben. Denn nur dadurch haben die Jugendlichen überhaupt die Chance, die Zuschüsse für die Fahrt- und für die Internatskosten zu beantragen. Denn der Dreh- und Angelpunkt dieser Richtlinie ist nicht der Internatskostenzuschuss und ist auch nicht der Fahrtkostenzuschuss. Der Dreh- und Angelpunkt ist die Höhe der Ausbildungsvergütung. Nur wenn diese Vergütung unter einer bestimmten Grenze liegt, haben die Jugendlichen überhaupt einen Anspruch auf das Landesgeld. Denn es soll denen helfen, die eine zu geringe Ausbildungsvergütung erhalten, die es ihnen eben sehr schwer macht, den Lebensunterhalt ohne Zuschüsse zu bestreiten. Und dazu gehören dann auch die Fahrt- und Unterbringungskosten. Aber die Höhe der Ausbildungsvergütung wird in Ihrem Antrag überhaupt nicht erwähnt. Wir können heute die Internatskostenzuschüsse auf 1.000 Euro erhöhen, die Fahrtkostenzuschüsse auf 2.000 Euro. Aber wem nützt das denn, wenn es niemanden gibt, der dieses Geld beantragen kann? Kein einziger Azubi hätte etwas von dieser Erhöhung, weil es weiterhin zu wenige gibt, die die Unterstützung überhaupt beantragen können. Verstehen Sie? Naja, so wurde in den vergangenen Jahren die Vergütung erst von 300 auf 400 Euro angehoben, dann von 400 auf 500 Euro und schlussendlich von 500 auf 600 Euro. Dadurch erreichte man immer mehr Jugendliche. Nun wurden aber auch richtigerweise die Ausbildungsvergütungen erhöht und dadurch verkehrte sich dann nach einiger Zeit immer das gut Gemeinte ins Gegenteil. So stellten im Schuljahr 2020/2021 von den ca. 30.000 Berufsschülern lediglich 465 den Antrag
und nur 248 wurden mit einer Summe von insgesamt 170.000 Euro genehmigt. Im letzten Schuljahr waren es nur noch 288 Anträge, von denen weniger als die Hälfte mit insgesamt 80.000 Euro bewilligt wurde, weil nämlich mit der bis dahin festgesetzten Ausbildungsvergütung in Höhe von 600 Euro nur knapp 8% der Auszubildenden anspruchsberechtigt waren. Und das war der jetzigen Landesregierung eindeutig zu wenig. Hier musste nachgebessert werden und diese Koalition will mehr Jugendliche erreichen. Und deshalb haben wir gerade in diesem Jahr die Grenze der Ausbildungsvergütung auf 750 Euro angehoben. Nun haben ca. 40% der Lehrlinge die Chance, Unterstützung für ihre Fahrt und Unterbringungskosten vom Land zu erhalten. Sehr geehrte Damen und Herren, es gab also noch nie eine Fraktion, die am Sinn und Zweck der Richtlinie vorbei einen Fahrtkostenantrag gestellt hat. Aber das alleine macht nicht die Besonderheit des heutigen AfD-Antrages aus, denn auch noch nie gab es eine Fraktion, die sich auf eine veraltete und nicht mehr gültige Richtlinie bezog. Auch hier hat die AfD ein Alleinstellungsmerkmal. Die Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen zu den Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung und Fahrtkosten wurde novelliert. Die Höhe der Grenze auf der Vergütung auf 750 Euro angehoben und sie wurde am 22. Juli 2022 veröffentlicht. Sehen Sie, nicht immer ist ein Alleinstellungsmerkmal richtig und nicht immer ist es gut.